wie ihr sehen könnt, bin ich nicht in meinem heimischen Garten, sondern ich befinde mich bei der Veggio-Bude. Stell dich kurz vor. Mein Name ist Dieter Ruhe. Wir haben hier bei uns auf dem landwirtschaftlichen Betrieb die Veggio-Bude. Das ist sozusagen ein Fleischerlebniszentrum. Wir haben hier eine Veggio-Zucht von 100% reinrassigen Wagyus und leben die Transparenz von der Weide bis auf den Teller. Gläsern machen von vorne bis hinten. Sozusagen, kurz ausgedrückt, ehrliche Qualität. Teller ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn ich habe hier an der Veggio-Bude ein Rezept gemacht. Das sind Short Ribs und einmal ein Mangalitza-Rippchen mit einer Sherry-Soße oder Sherry-Glaze. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die ich hier brauche, beziehungsweise die kleineren Zutaten, die ich hier brauche in der Veggio-Bude. Auf der linken Seite seht ihr wunderschöne Short Ribs vom Veggio-Rind von der Veggio-Bude. Auf der rechten Seite das geschulte Auge sieht es, das ist ein Mangalitza-Rippchen und die bereite ich jetzt vor. Das Einzige, was ich jetzt halt wirklich mache, ist ein bisschen Öl, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite drauf machen, damit der Rub ein bisschen hält. Was ich vorher im Vorher gemacht habe, das brauche ich euch nicht immer zeigen, und zwar die Silberhaut abmachen. Brauche ich euch, wie gesagt, nicht zeigen. Das wisst ihr, dass ihr das machen müsst. Reibe das jetzt hier erstmal mit dem Öl ein. Ja, und dann geht es zum nächsten Schritt. Eingeölt ist es und jetzt kommt halt der Rub, wie gesagt, drauf. Das mache ich, eine Stunde vorher. Lass das schön ziehen. Denn durch das Öl zieht nämlich, das Fleisch genug Flüssigkeit für den Rub auch. Lass ich, wie gesagt, eine Stunde ziehen. Ja, und dann sehen wir uns gleich am Primo wieder. Der Jörn war jetzt so freundlich und hat mir den Primo auf indirekte Hitze vorbereitet. Aber da fehlt jetzt ein kleines Detail. Und zwar, wir brauchen ja Rauch für die Rippchen. Da habe ich mich jetzt hier für die Whisky Chunks von Smokewood entschieden. Da kommen jetzt 2-3 Stück auf die Kohle drauf. Ja, und dann würde ich sagen, können die Rippchen auf den Grill. Die Chunks sind jetzt drauf. Es fängt jetzt auch schon langsam an zu rauchen, wie man erkennen kann. Ich werde jetzt hier auf der rechten Seite das Schweinchen hinlegen und auf der linken Seite schön die Short Ribs drauf. Ja, jetzt heißt es erstmal Deckel schließen für die nächsten 3 Stunden. Und in der Zeit können wir die Glaze vorbereiten. Das sind jetzt die Zutaten, die wir brauchen für die Kirschglaze. Wir brauchen 2 Zwiebeln. Wir brauchen insgesamt 500 Gramm Süßkirschen. Habe ich jetzt hier aus dem Bauernmarkt besorgt, direkt vor Ort. Da brauchen wir ca. 2 Esslöffel Braunzucker und natürlich ein bisschen Ketchup. Ich schneide jetzt derweil erstmal die Zwiebeln klein und dann sehen wir uns am Topf wieder. Ich habe mir jetzt einen Topf organisiert und bin jetzt hier auf der Sizzle Zone. Da geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Die Sizzle Zone habe ich natürlich auf niedriger Hitze gemacht. Und da brate ich jetzt erstmal in aller Ruhe die Zwiebeln an und dann geht es gleich weiter. Zwiebeln sind jetzt meiner Meinung nach genug angedünstet. Die müssen ja halt nur angedünstet sein. Da geben wir jetzt den Zucker rein. Ihr wisst selber, bei Zucker müsst ihr relativ schnell sein. Den Zucker gebe ich jetzt hier rein, warte so lange, bis das karamellisiert und dann lösche ich gleich mit den Kirschen ab. Der Zucker ist jetzt mit drin, hat sich jetzt auch schön verflüssigt. Er darf nicht karamellisieren, weil sonst wird das Ganze zu heiß. Und jetzt habe ich hier die Kirschen und lösche das Ganze dann damit ab. So, während das dann drin ist, lassen wir das Ganze, ich sag jetzt mal, für 10 Minuten noch ein bisschen köcheln. Ja, und dann hole ich euch nochmal hinzu. Das ist jetzt ein Fauxpas passiert. Das sind leider keine kernlosen Kirschen. Die muss ich jetzt leider ein bisschen separat rausfischen. Ja, und dann kommen wir dann gleich zum Ketchup. Der Peter macht im Hintergrund jetzt sein Schmorgericht. Ja, ich habe jetzt die Kirschen rausgenommen und jetzt geht das Ganze mit ein bisschen Ketchup halt mit rein. Ja, rührt das jetzt unter. Ja, und dann ist die Glaze eigentlich ja schon fast fertig. Der Ketchup ist jetzt mit drin. Jetzt würzt sich das Ganze so ein bisschen mit dem Royal Flush Rub. So nach eigenem Gusto, dass da ein bisschen Würze dran kommt. Ja, und dann würde ich sagen, ist die Glaze fertig und dann können wir damit die Rippchen ein. Die Rippchen liegen jetzt mittlerweile 3 Stunden drauf. Die Glaze habe ich euch gerade gezeigt, ist jetzt mittlerweile fertig. Ein bisschen aufmachen. Ist halt wichtig, dass die Luft erst rein zirkulieren kann und sehen die nicht schön aus. Das, was ich jetzt mache, ist halt mit der Glaze die Rippchen halt einpinseln. Ja, und dann bleiben sie jetzt noch mal für 1 Stunde drauf und dann denke ich mir mal, ist die rechte zumindest fertig. Dann können wir die schon mal kosten, bevor es dann zum Short Rib kommt. Es sind jetzt 4 Stunden rum, wir schauen jetzt noch mal genau nach. Machen noch ein bisschen auf, ein bisschen Luft reinlassen und sehen die nicht perfekt aus. Das rechte ist halt, wie gesagt, das Mangalitza Spare Ribchen, so nenne ich es jetzt mal. Ist jetzt fertig, habe ich vorhin gemessen, liegt bei 93 Grad, nehme ich runter, lasse es auf dem Brettchen ein bisschen noch ruhen. Ja, und die Veggio Short Rib braucht noch 1-2 Stündchen, aber dazu dann später mehr. Sehen wir uns gleich am Brettchen wieder. Ich sitze eine Minute rum und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und zwar möchte ich das Ganze jetzt einmal aufschneiden und das ist wie Butter. Das geht so wie Butter hier durch. Ich schneide das hier nochmal mit auf.
Genau, den Knochen treffen. Heb das an. Ja, dann würde ich sagen, das sind auf jeden Fall die Mangalitsa Spare Ribs. Sind jetzt insgesamt 6 Stunden rum. Es braucht jetzt noch circa 1 Stunde. Ich habe jetzt hier aber ein Lichtproblem. Das heißt, ich nehme es nachher runter vom Grill, mache ein Tellerbild. Ja, und dann würde ich sagen, sind die Wagyu Short Ribs auch schon fertig. Das war's, das Rezept zu den Short Ribs bzw. zu den Mangalitsa Rippchen. An dieser Stelle nochmal danke für die Einladung und wirklich top Fleischqualität. Seid ihr hier in der Nähe, schaut einmal wirklich vorbei. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Solltet ihr hier wirklich mal da sein, guckt bitte vorbei und ja, Fleischqualität top, würde ich sagen. Der Mann ist auch top. Und hast du noch ein abschließendes Wort? Danke für euer Kommen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Wenn ihr in der Gegend seid, kommt immer wieder gerne rein. Ich lasse mich gerne von euch bekochen. Sehr, sehr gerne. Sehr. Oder begrillen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach.